Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Hallo und herzlich willkommen in dem Weihnachtshaus. Ho, ho, ho. Wie schön sieht das bitte aus. Oh, ein echter Apfel. Was zur Hölle ist das hier alles, Hella? Hi Leute und herzlich willkommen Was zu diesem neuen Video. Was hast du vor? Wir drehen heute ein Weihnachts-XXL-Video. Und das hast du bei Lösau gekauft, oder was? Nein. Ich war Online-Shopping und habe ein ganz paar Sachen gekauft. Du hast sie für Weihnachten. Alle, oder? Ich sag's dir, das sind so geile Sachen, die ich bestellt habe. Ich freue mich richtig auf dieses Video. Das wird so geil einfach, also, diese ganzen Sachen hier aufzubauen. Hella hört schon seit einem Monat Weihnachtsmusik, aber ich bin noch nicht so in Weihnachtsstimmung, muss ich sagen. Ich glaube, wenn wir dieses Haus geschmückt haben, dann wirst du auch richtig in Weihnachtsstimmung kommen. Ich weiß gar nicht, womit wir anfangen sollen. Vielleicht sollten wir mal den Tannenbaum vom Dachboden holen. Ja, lass uns das sonst als erstes machen. Okay. Dass der schon mal seinen festen Platz hat. Du hast dich wenigstens schon rot angezogen, Tom. Das ist Zufall, Hella. Dass du dich nicht rot angezogen hast oder als Weihnachtsmann verkleidet hier ankommt. Ja, das ist echt komisch. Das wundert mich wirklich. Da steht der ja auch schon. So riesig hatte ich den irgendwie nicht in Erinnerung. Oh mein Gott, der hängt da überall fest. Ach ja. Das ist schwer. Oh mein Gott, das war nur das Ende. Das hat sich hier angefühlt wie alles. Ja. Hallo? Oh, wie cute. Hast du gesehen, wie der gefallen ist? Der ist ja einfach direkt draufgefallen. So. Tom hat noch ein paar Weihnachtskugeln gefunden. Schau mal, hier sind noch ein paar Weihnachtskugeln. Die sind auch richtig schön. Sehr schön. Gut, dann trage ich das. Oh mein Gott. Oh. Was ist das halt? Ich trage das auf jeden Fall nach unten kurz. Ich kann schon nicht mehr. Es ist so anstrengend. Wirklich, man denkt das nicht. Man denkt, das wäre nur so eine mini kleine Spitze. Der ist so schwer. Der ist irgendwie aus Eisen oder so. Dann stellen wir den schon mal hin. Tom, eigentlich fehlt unsere Weihnachtsmusik. Ja. Ich finde, du solltest singen. Du solltest a cappella singen. Santa Baby. Ja, genau davon habe ich schon Ohrwurm. Weil Hella das schon den ganzen Tag hört. Ich finde, jeder sollte in diesem Video einmal singen. Seid ihr schon eine Weihnachtsstimmung? Also bei mir, ich fühle mich eher wie der Grinch. So. Wow. Sieht das gut aus? Ja, ist doch super. Jetzt muss ja nur noch geschmückt werden. Ich schaue schon mal, was wir hier für Deko haben. Ich weiß nämlich gefühlt selber nicht mehr, was ich noch bestellt hatte. Ich habe diesen mega schönen Nussknacker, der die Zähne nicht passend aufeinander. Siehst du das? Oh ja, der muss zum Zahnarzt. Leute, wie witzig. Ich wollte schon immer so einen Nussknacker haben. Der muss das Video beginnen, so, hey Leute. Warte. Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Ich bin der Herr Nussknacker. Okay. Wo stellen wir ihn hin? Ich weiß es nicht. Lass ihn doch hier drauf stellen. Das ist doch gut. Ja, los, weiter. Der sieht irgendwie demoliert aus, Leute. So habe ich ihn nicht bestellt. Den stellen wir in den Eingang. Was ist eigentlich mit dem Zappel, Philipp, ey? Das ist ein Türsteher. Ein Türsteher. Hi. Moin. Moin. Ja, das ist... Mega cool. Der ist halt so süß. So, dann habe ich noch sowas hier gekauft. Ich finde, das sieht mega cool aus auf der Fensterbank, oder nicht? Lass uns das nach da hinten stellen, oder? Wow, sieht echt gut aus. Ja, oder? Was ist mit diesen ganzen Pferden hier? Dafür kann ein Reh dorthin kommen. Den kann man doch sonst auch darüber stellen. Ja, kann man auch. Das passt zu diesem Käppchen. Ja, und zum Fernseher. Ja, das sieht doch gut aus. Wow! Solange das nicht jedes Jahr extremer wird mit ihr hier. Nicht, dass wir irgendwann noch, keine Ahnung, an den Nordpol ziehen müssen oder so. Ja, genau. Das hatte ich eigentlich vor. Was ist das denn? Das sind so kleine. Das sind die Kinder von dem Türsteher. Oh mein Gott, setzt du die dann da oben drauf oder was? Ja, das wäre, glaube ich, ganz hier gut, hier sind ja oder? Noch mehr davon. Ja. Ich platziere den schon mal. So, da unten ist der große Türsteher, dann kommt hier der kleine hin. Weiß ja nicht, vielleicht muss man die doch irgendwo aufhängen. Die haben extra so ein Hängeding. Die kann man auch an Weihnachtsbaum hängen, glaube ich. Aber wie cute sehen die aus. Nee, lass die erstmal so sitzen und dann gucken wir am Ende. Hä, warum hat der solche Beine? Oh, der hat fast keine Beine. Fast wäre er runtergestürzt. Weiter geht's. Was hast du jetzt? Ich dachte, weil wir haben ja einmal aus dem Urlaub diesen Apfel mitgenommen, ne? Ja, und dann habe ich das gefunden. Ein Apfel in Gold. Oh mein Gott, und den willst du daneben stellen, oder was? Das sehen wir anders hinstellen. Ja. Der kommt mit auf die Fensterbank. Ich schaue jetzt mal, was Hella hier noch eingekauft hat, also... Das ist gut, das ist eine Girlande für die Treppe, dachte ich. Da kommt doch schon dein Adventskalender hin. Ja, aber das ist das Erste, was da hinkommt, sozusagen. Ist das mit Strom? Ja, ich finde das immer richtig schön. Meine Familie hat das auch immer, so eine Girlande um die Treppe. Wie schön einfach. Ich weiß nicht so, Hella. Ich finde es schlicht ja schön, aber das ist halt bunt. Ich finde das ziemlich schlicht. Ach du Heiliger. Oh, ich dachte nicht, dass das so unbiegsam ist. Lass nur jeden zweiten nehmen, das geht so nicht, Tom. Was hast du dir dabei gedacht? Ich dachte, das geht besser. Mann, ich habe mir das richtig schön vorgestellt. Ja, sieht doch voll schön aus.
Ja. Ich bin gespannt, wie das nachher alles aussieht, wenn es ein bisschen dunkler ist. Ja. Und wir das dann alles mal in die Steckdose stecken. Das ist jetzt der magische Moment, Leute. Santa Baby, jetzt habe ich so einen blöden Ohrwurm, ey. All I want for Christmas is you. Okay, dann brauche ich dir wenigstens kein Weihnachtsgeschenk mehr besorgen. So, diese wunderschöne Girlande hängt auf jeden Fall. Mir ist aufgefallen, unsere Kissen, ne? Schau die an, die passen gar nicht zueinander. Hella, was ist das halt? Ich habe die gekauft. Ja, du hast die gekauft und die passen nicht zueinander. Deshalb habe ich mir überlegt, für die Winterzeit werden wir hier andere Kissenüberzüge draufziehen. Das wird richtig kitschig, Hella. Das wird halt richtig kitschig. Das wird richtig schön. Habe ich irgendwo einen Vertrag unterschrieben, dass sie das alles einwilligen muss? Du musst hier gar nichts einwilligen. Okay. Ich lebe in diesem Haus und ich bestimme, dass ich so dekoriert haben möchte. Falls du es nicht möchtest, kannst du ja ausziehen. Ach so. Hier steht Let it snow. Das ist auch wohl richtig schön. Beautiful, Hella. Und hier, das ist ja wohl richtig cute. Merry Christmas. Ich find's mega cool. Everyone. Oh. So, warte, halt das mal fest. Nee, Tom. Oh nein, ich hab's kaputt gemacht. Es ist schon kaputt. Nach einer Sekunde. Oh, das kann nicht wahr sein. Das ist ja wirklich ein schlechter Scherz. Okay, erstes Kissen ist fertig. Auf ein neues, diesmal ohne das Kissen zu zerstören. Das sieht damit so weihnachtlich einfach aus. Hella, hier sind ja auch noch so Glocken in klein. Die können wir aber sonst hier oben an diese Nägel hängen. Sieht zwar bescheuert aus, aber die sehen überall bescheuert aus. Okay, und die großen daneben. Hey, ganz ehrlich, von Weitem sehen die Kissen richtig cool aus. Von Weitem siehst du auch cool aus. So, was sagt die zu den Glocken? Sehr kahle Wand. Okay, ich schaue in der Zeit schon mal weiter, während du deine Kissen weiter beziehst, was du noch gekauft hast. Hella, was ist das? Das ist so geil! Das ist einfach ein... Ich kann es gar nicht sagen. Das ist einfach ein Weihnachtsmann, der hier die Treppe so hochlaufen kann. Ist das nicht mega witzig? Bisschen mehr Begeisterung kommt. Das ist schon ziemlich witzig. Der hat einfach so eine Leiter und kann dann so diese Leiter hochklettern. Kümmer du dich mal um dein Kissen, ich kümmere mich darum. Okay. Und Tom, kriegst du es hin? Ich habe ihm gerade die Hose ausgezogen. Also, man muss ihn jetzt hier irgendwie dran machen. Tom hat da gerade Batterien reingemacht. Oh mein Gott! Das ist ja so geil! Oh mein Gott! Hey, läuft der? Ach, jetzt läuft sie wieder runter. Ist das nicht mega cool? Oh mein Gott, ich kann nicht mehr! Oh mein Gott! Hast du deine Kissen fertig? Ja. Weiter geht's. Wir können mal schauen, wo wir diese Lichterkette anbringen. Ist das so eine bunte, ja? Das ist so eine richtig coole... Alter, die ist ja riesig. Die ist mega riesig. Okay, tüdel du die auseinander, ich mach hier irgendwo weiter. Was ist das, Ella? Du lachst einfach immer nur. Ich habe ein bisschen Angst, dass es das ist, was ich gerade denke. Wieso? Ist das ein Hundekostüm? Nein! Leute, das ist maximal witzig. Das dachte ich, brauchen wir nicht mehr. Also haben wir jetzt das. Oh nee. Nicht im Ernst. Wie kommt man auf sowas? Das ist so unhygienisch, Hella. Das ist so eklig. Okay, weiter geht's. Okay, ich habe hier noch was gefunden. Keine Ahnung, was das ist. Was ist das hier, Hella? Was ist das? Sieht aus wie so für so ein Zelt oder so. Oder ist das hier für... Was ist das, Hella? Also ich weiß nicht, was ich getrunken habe, als ich die Sachen bestellt habe. Aber es war nichts Gutes. Oh, Hella, was ist das? Das ist ja größer als gedacht. Das ist größer als gedacht. Das ist riesengroß. Ich dachte, das passt zum XXL-Video. Das ist so ein XXL-Weihnachtsmännchen. Sieht der nicht glücklich aus? Wo soll der hin? Wo soll der hin, Hella? Wow, der leuchtet sogar, oder? Leute, das wird so cool. Jetzt fällt mir der richtige Name ein. Das ist ein Lebkuchenmann. Ja, nur aus Plastik. Ja, das kann ja Ewigkeiten dauern. Pack du mal deine Lichterkette währenddessen aus. Okay. Oh mein Gott, Tom. Ist das nicht mega cool? Er ist halt wirklich riesig groß. Also das ist wirklich ein XXL-Video. Ich glaube, wir müssen ihn halt raustun. Ja, ich glaube, dann wird die Luft wieder rausgehen, oder nicht? Nein. Ich glaube schon. Aber der leuchtet halt. Ich glaube, der ist für draußen gedacht, dass man den draußen hat. Ja, aber mach den Stecker raus, sonst platzt er gleich. Oh, hier ist ein Reißverschluss. Ja, den sollte man vielleicht zumachen. Wie geil ist der? Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Oh, Hella. Wie cute ist er? Leute, ich kann nicht mehr. Einfach wirklich ein XXL-Video. Ich würde sagen, wir machen ihn jetzt aber aus. Ist echt ein trauriger Moment, ne? Guck mal. Oh, bleib stehen.
Wir dehnen uns schon mal ne, für den Winter. Gut, lass uns weitermachen. Und zwar habe ich noch sowas richtig Cooles gekauft. Tom, du glaubst es mir nicht. Und zwar, weil ich diese XXL, diese Riesensachen einfach so feier, dachte ich mir, kaufe ich eine XXL Weihnachtskugel. Ja, viel Spaß beim Aufpusten. Oh nee. Das Ding ist, dann hat man halt Kopfschmerzen, wenn man das alles aufpumpt. Ja, ich hol die Fahrradpumpe. Oh nein, schau dir ihn an. Er hängt richtig durch heute. Der Tag danach. Du hast ja auch noch so einen Mini-Weihnachtsbaum gekauft. Ja, was? Genau. Und wo soll der hin? Das weiß ich auch noch nicht. Ich habe auch noch so einen Elch gekauft. Der hat so ein Schild und da steht Welcome. Der muss natürlich in den Eingang. Schauen wir mal, wo wir den hinstellen. Ach, hier steht schon der andere. Oder wir stellen ihn hier erstmal hin. Welcome. Oh, wie süß der ist. Ich kann nicht mehr. Tom, wo würdest du den hinstellen? Der muss halt in den Eingang. Hallo? Hallo, der ist voll cute. Alles ist cute. Du bist richtig gemein. Man denkt, man kauft Deko oder sowas. Aber das ist richtig cool. Tom hat hier sein Workout inklusive. Leute, das ist halt ewig noch entfernt. Leute, das dauert halt Ewigkeiten. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Der Arme, der muss immer was aushalten mit mir. Merry Christmas. Wie geil! Das sieht halt schon hart hässlich aus, ne? Egal. Ich dachte, das wäre auch ein bisschen echter. Also auf dem Foto sah es wirklich echt aus. Ich wollte so eine riesen Kugel an den Weihnachtsbaum hängen. Der platzt gleich, wenn er hier dran kommt, ey. Fertig geschmückt. Das ist so geil, einfach dieser Weihnachtsbaum und dann diese überdimensionale Kugel. Das ist so witzig. Ich weiß, was zum Teufel? Machst du hier? Fußball spielen. Das ist ein Ball für dich. Ja. Ein Weihnachtsball. Oh nee, jetzt weiß ich schon, was du hier machst. Tom! Hast du hier Tannenbäume hingestellt? Ja. Was ist das da hinten? Abgebrannte Kerzen? Ja, die sind noch vom letzten Jahr, aber die müssen wir ja noch aufbrauchen. Was hast du noch gekauft? Frag mich halt, ich hab das hier gerade rausgenommen, was das ist. Du hast es gekauft, Hella. Ich glaube, das ist eine Tischdecke. Aus Plastik? Oh, Leute. Das ist ja so ein Quatsch. Das sieht so scheiße aus. Oh, Hella, du musst das. Das ist ja so eine schöne. Das ist so eine Verschwendung, wenn man das wegschmeißen muss. Oh, Mann. Das sieht immer richtig schön aus auf den Bildern und dann machen die sowas. Ich packe lieber mal weiter aus. Ich will jetzt auch mal sehen, was du noch so gekauft hast. Also, hier ist auf jeden Fall mal endlich was Vernünftiges. Eine coole Schneekugel. Ja, oder? Die ist mega nice. Wow. Und, Tom, hier ist wirklich das Allercoolste drin, was du dir vorstellen kannst. Ein Auto? Es ist ein Weihnachtsmann-Auto. Und das ist auch eine Kugel, siehst du das? Der Weihnachtsmann kommt doch mit dem Schlitten. Wieso sitzt der im Auto? Der ist richtig modern geworden. Ich mach's jetzt an, mal gucken, ob der fährt. Der fährt nicht. Der fährt nicht, weißt du das? Schau ihn an. Wie schön sieht das aus, oder? Einfach nur ein Licht, was da drin ist. Ist das nicht mega cool? Es ist einfach so ein Licht und er wird so angeleuchtet. Ich find's so schön. Oh, hier, die leuchten auch vorne, die Lichter. Okay, wo stellen wir den jetzt hin? Ich bin dafür, dass der da vorne hinkommt. Boah, wow, das ist so cool, finde ich. Ich finde, das sieht so mega aus. Ho, ho, ho. Wie schön sieht das bitte aus? Ich kann nicht mehr. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Mega. Endlich mal was, wo du es genauso vorgestellt hast, wie es noch angekommen ist. Okay, machen wir weiter. Was willst du jetzt mit den Kugeln? Die müssen wir an den Baum hängen. Ja, dann häng du die an den Baum. Ich packe mal weiter deine Sachen hier aus. Was ist das? Das ist für unsere Scheiben. So ein Scheibenwischer. Snowspray. Damit können wir jetzt so eine Schablone basteln und dann können wir es ansprühen. Ach, wir müssen noch eine Schablone basteln. Ach, hier sind Schablonen drin. Wie geil. Tom hat sich die Schablone erstmal unter den Nagel gerissen und möchte das da jetzt selber ransprühen. Hella, geh mal nach draußen. Ich soll jetzt in die Kälte gehen, ja. Oder was? Oh, Leute, es ist ganz schön kalt hier draußen. Ich friere voll. Jetzt beeil dich. Oh mein Gott, wie cool. Oh mein Gott. Du musst das in einem machen. Jetzt nimm's ab. Nimm die Schablone ab. Das sieht ja so cool aus. Aber ist das so schaumartig? Ja, ich hoffe, das trocknet. Das ist ja komisch. Auch so unnötig, da einfach sowas zu haben und hier dann nochmal so einen Baum. Ey, ist doch cool, ein ganzer Wald. Ich möchte jetzt auch noch einen dran machen. Wollen wir hier so zwei hinmachen? Vielleicht klebt man die auch besser mit Tesafilm an, dann muss man die nicht festhalten. Mach die doch weiter oben, die Schneeflocken. Die fallen ja vom Himmel runter sozusagen. So? Noch weiter, oder? Dass die so von oben runterkommen und unten sind dann die Dinger. So ist doch auch schön. Ja, jetzt sprühst du. Total. Du hast ja gesagt. Jetzt sprühst du. Jetzt geh doch draußen. Ich bin immer draußen, immer besser. Ich will es auch einmal von drinnen drauf haben. Schnell musst du das machen. Ich habe eben zu lange drauf gehalten. Ja, hier noch ein bisschen. Das ging ja echt schlechter als gedacht, also. Okay, jetzt machen wir die Flocke wieder ab. Oh shit, die ist gerissen. Och, jetzt können wir die nicht nochmal benutzen. Na toll, jetzt haben wir da oben so eine, plötzlich so eine Schneeflocke. Jetzt macht Hella den nächsten. Ist er nicht mega cute? Schwebt der da oder was? Ja, habe ich mir jetzt überlegt.
Wow. Aber das sieht mega cool aus. Komm mal mit. Ich habe auch was gebastelt. Hast du das gemacht? Ja. Das ist mega cool. Mega schön. Vor allem hast du hier so kleine Geschenke reingelegt. Ja. Das sieht so cool aus. Und er fährt hier durch den Wald und es hat geschneit. So cool. Und er winkt den Leuten zu. Wow, Tom, ich bin begeistert von deinem Talent. Ja. Es ist mittlerweile einfach schon dunkel geworden draußen und Tom pustet jetzt diese Zuckerstangen noch auf. Das ist auch schon das fast allerletzte und danach können wir überall mal die Lichter anmachen. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall aufräumen und dann sehen wir uns gleich wieder. Zu guter Letzt kommen natürlich noch die Donuts. Ich habe jetzt auch so Hunger, Tom, ne? Ich muss jetzt erstmal in einen Donut reinbeißen. Oh, der sieht doch gut aus. Und? Köstlich. Schoko-Zitrone. Was sagt ihr überhaupt zu unserer Tischdecke? Die sieht so schlimm aus. Sieht die nicht wundervoll aus? Die sieht so schlimm aus. Oh, Tom, wir haben gar nicht mal das Angelseil. Angelseil? Wir haben halt immer diese Angelschnur benutzt. Das ist voll der gute Hack, muss ich ehrlich sagen. Weil diese Dinger sieht man gar nicht. Ja. Weil die so dünn sind. Zwei Donuts hängen. Die sehen halt echt delicious aus. Wie schön wollen diese Donuts sein. Der letzte Donut ist dran. Ich glaube, jetzt ist die Stunde der Erleuchtung gekommen. Wir werden jetzt alles erleuchten. Aber erstmal fragst du dich gar nicht, was ich hier die ganze Zeit unter meinem Pulli habe. Oh Gott, bist du der Weihnachtsmann geworden oder was? Nicht? Lass das, stopp. Du hattest ja so viele tolle Überraschungen für mich. Ja. Jetzt habe ich auch eine für dich. Und da musst du jetzt auch mitmachen. Ich habe auch bei allen deinem Blödsinn mitgemacht. Und du darfst jetzt diesen Pulli anziehen. Dieser ugly Christmas Sweater, wo hast du den denn rausgekramt? In dem präsentierst du uns jetzt unser XXL Weihnachtsdekohaus. Den hast du dir gekauft damals. Ja, ich weiß, aber jetzt ist halt mal die Gelegenheit für dich, den anzuziehen. Oh Gott. Hä, der steht dir voll. Der steht mir so gut. Okay, jetzt müssen wir den nur noch anmachen. Yes. Der Akku ist nicht alle. Also die Stunde der Erleuchtung hat begonnen. Hallo und herzlich willkommen in dem Weihnachtshaus. Kommen Sie rein. Hier sehen Sie erstmal Zwerg Nummer 1. Oh. Der Türsteher. Der AKA. Türsteher. Willkommen. Wow. Falls Sie auf Toilette müssen, dann gehen Sie ruhig auf unseren Center. Auf unseren Center. Ich habe hier übrigens diesen wunderschönen Holzstern hingestellt, den ich echt schön finde. Also das ich finde den echt richtig schön. Rausgesucht, ausnahmsweise. Das sieht voll gut aus mit diesen ganzen orangen Scheiben. Ja, ich dachte, ich tue die da einfach. Ellen, was machst du? Das ist schmeckt nicht gut. Nee, natürlich nicht. Weiter geht's. Hier sehen Sie die drei von der Tankstelle. Jetzt müssen wir hier diese Girlande anmachen. Wie geht die an? Ich habe das Kabel schon verlegt, Heller, da hinten nicht. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Oh mein Gott, das sieht so schön aus. Sag nicht, das macht die ganze Zeit so ein Flackern. Ich das ist ja so nervig. Aber es sieht schön aus. Es ist genauso wie mein wunderschöner Pullover. Wie deine Kuh. Wir passen sehr gut zusammen. Gut, weiter geht's. Kommt mit. Wow, was eine zauberhafte Tischdecke. Nicht. Sieht so schlimm aus. Also ja. Nee, das geht gar nicht. Hier sind aber noch so Servietten. Die sind auch richtig schön. Die hatte ich noch gekauft. Das hier hatten wir noch vom letzten Jahr. Das sind einfach so Weihnachtskugeln und diese Teller und so eine Kerze. Wir haben diesen Baum einfach vergessen zu schmücken. Wieso? Was soll man da schmücken? Da könnte man auch noch so Weihnachtskugeln dran machen, oder nicht? Ja, das stimmt. Aber egal, wir lassen ihn jetzt wir einfach so. Wir lassen ihn so. Oh, ein echter Apfel. Ey, oh. Du isst unsere Deko auf. Jetzt lässt du ihn da so stehen. Ich finde, so sieht es viel schöner aus. Mhm. Hast du den hier eigentlich übersehen? Oh Gott. Hier sitzt Zwerg Nummer 2. Der bewacht hier unseren... Nee, eigentlich schon der vierte. Stimmt. Weil vorne waren ja schon 3 von der Tankstelle. Ja, plus der eine, der da unten stand, sind 5. Oh nein, was ist mit ihm passiert? Ja, den müssen wir gleich aufpusten, aber als allerletztes... Wie nennen wir ihn überhaupt? Levi. Nein, Levi hört sich so schlimm an. Okay, weiter geht's. Oh weiter mein Gott. Geht's zu dieser mega coolen Kugel. Willst du den sonst vielleicht... Hallo! Oh, das war der Weihnachtsmann. Hey, der Santa. Auf diese Ecke bin ich einfach am stolzesten. Also ich finde auch, das ist mein persönliches Highlight. Sieht einfach am schönsten aus. Das sieht echt cool aus. Also in echt sieht es sogar noch mal cooler aus als auf dieser Kamera. Aber irgendwie stimmen die Dimensionen nicht so ganz. Schau mal hier, diese Bäume. So klein im Vergleich zum Auto und dann dieses Rentier im Vergleich zu diesen Bäumen. Das geht halt nicht. So, weiter geht's mit den Zuckerstangen. Ach, die haben wir euch ja noch gar nicht gezeigt. Die hat Tom nur aufgepustet. Wie cool sind die? En garde. Zack, 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 zack. Aber das sind... Aua! Das gewonnen. Sind XXL-Zuckerstangen. Ich hab gewonnen. Die passen zu dem Video. Ja, probier mal, ob die schmecken. Nein, nein. Die schmecken nicht. Okay, Tom, jetzt mach mal die Lichterkette an. Ja, die war halt so ein bisschen so ein Fail, weil, keine Ahnung, also... Ja, ich hab's mir auch echt besser vorgestellt. Ihr seht's hier hinten vielleicht in der Ecke. Das sieht hier noch nicht so aus. Naja. 3,
zwei, eins. Wow! Oh, es sieht schön aus. Also ich habe es mir anders vorgestellt, sie ist einfach zu lang. Ich dachte, das wäre halt genau so eine Seite. Oh mein Gott! Wechselt die Farben immer, oder was? Scheinbar. Und jetzt machen wir noch den Weihnachtsbaum. Ja, der muss auch noch erleuchtet werden. Wow! Wow! Leute, es ist so wunderschön. Also jetzt kommt man wirklich in Weihnachtsstimmung. Sogar ich, der Grinch. Der Grinch. Wie schön! Oh, Tom, ich muss sagen, ich finde, wir haben das richtig gut hingekriegt. Ja, hier hängen auf jeden Fall noch die Glocken. Da sitzt Nummer 6. Oh mein Gott, der macht doch Musik. Ja. Yeah. Jetzt müssen wir unseren Santa nochmal hoch und runter laufen lassen. Der ist so hyperaktiv. Yes. Jetzt geht's. Ach, Gott sei Dank, endlich wieder Ruhe. Weißt du, wie ich mich gerade ein bisschen fühle? Wie? Wie bei Kevin allein zu Hause. Weißt du, dass das ganze Haus auch so krass geschmückt. Ja, das stimmt. Allgemein in meinen amerikanischen Filmen ist immer so geschmückt. So. Und hier ist noch der kleine Bruder. Ah nee, der große Bruder, meine ich, von Santa. Ich mach mal hier den Kollegen an. Oh yeah. Während der aufpustet, haben wir hier natürlich noch unsere tolle Fensterbank und das Fenster. Oh ja, ich finde, das ist richtig schön geworden jetzt. Wundervoll, besonders. Hier mit der Deko. Und natürlich nicht zu vergessen, der Nussknacker. Der einfach wirklich schief ist. Das ist ja wohl eine Fehlproduktion. Ja, wirklich. Aber das finde ich ist auch, die Fensterbank ist auch richtig schön geworden. Die ist richtig schön, ja. Also das sieht halt so ein bisschen cleaner aus, nicht so kitschig wie der Rest unseres Hauses. Und zu guter Letzt der überdimensionale Lebi. Fertig ist das aus. Genauso geworden, wie ich es mir erhofft habe. Ich finde es so schön. Und so ist man doch jetzt richtig in Weihnachtsstimmung. Ich werde mich hier jetzt hinpflanzen mit einem Kakao und werde einen Weihnachtsfilm schauen in diesem Haus. Wie schön einfach. Wie schön. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also in Weihnachtsstimmung kommt man so auf jeden Fall. Aber ob es sein muss, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, das hier haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht gezeigt. Das ist auch richtig nice. Habe ich eben so ein bisschen zusammengebastelt hier aus dieser Kugel. Da unten das ist so ein bisschen Fake-Moos. Hier auch das. Ja, dieser Lebkuchenmann ist irgendwie ein Fail. Ja, den müssen wir einfach auspacken, wenn wir so eine Weihnachtsparty machen. Ja. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in a wonderful open sleigh. Hey! Ich weiß nicht, wie ich das die Weihnachtszeit hier aushalten soll. Also, ich find's mega. Ja. Tom, du musst eigentlich noch einen Weihnachtssong rappen. Ja, ich muss mir noch mal einen überlegen, aber was mir gerade auffällt, unsere Adventskalender fehlen hier noch. Oh. Die müssen wir dann wohl noch in den nächsten Tagen hier positionieren, damit am 1. Dezember das erste Türchen auch aufgemacht werden kann. Yes, auf jeden Fall. Ja, und dann? Würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder, Wir sehen uns morgen wieder, stimmt. Tschüss. In frischer, weihnachtlicher Stimmung. Halt wirklich, jetzt sieht unser Haus so gut geschmückt aus, dass wir jetzt einfach wirklich jeden Tag ein Weihnachtsvideo machen können. Wow, also bis morgen, Leute. Tschüss. Tschüss.